Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, ich schaue schon nach unten. Und zwar, heute ist der 1. Dezember. Ich weiß, das Video kommt ziemlich spät online. Tut mir auch leid. Genau, was soll ich sagen? Nicht wirklich viel. Und zwar werde ich wie letztes Jahr ein Adventskalender-Review machen. Es war eigentlich geplant, dass ich habe ja letztes Jahr den Bundesliga-Adventskalender, also den 3D-Puzzle-Bundesliga-Adventskalender von Ravensburger reviewed. Ich weiß nicht, liegt der hier irgendwo? Ja, habe ich den schon weggetan? Nee, ich finde ihn gerade nicht, egal. Braucht euch eigentlich nur meine letzten Videos anschauen. Ja. Geplant war eigentlich, ich wollte das dieses Jahr auch machen. Zum Ravensburger Bundesliga Adventskalender 2022. Also 21/22. Leider haben sie dieses Jahr irgendwie keinen rausgebracht. Also ich weiß auch nicht. Vielleicht wisst ihr mehr als ich. Die haben irgendwie... Also ich weiß nicht, vielleicht haben sie Lizenz verloren oder vielleicht war es auch wegen der aktuellen Pandemie. Wer weiß. Deswegen habe ich mir dieses Prachtstück hier besorgt. Beziehungsweise meine Mutter hat es mich besorgt. Vielen Dank dafür. Und jetzt öffnen sich gerade hier Haufen Tabs. Das wollen wir natürlich. So. Also. Ich bin ja Bayern-Fan und ich hatte vor ein paar Jahren schon meinen Bayern-Adventskalender. Der FC Bayern München wünscht seinen Fans frohe Weihnachten. Hier sieht man, hier sind ein Haufen Spiele drauf. Also ich habe auch noch einen Marvel-Adventskalender. Den benutze ich auch privat. So, da habe ich das erste Türchen auch schon heute früh aufgemacht. Und ich weiß nicht, ob der so interessant geworden wäre, weil es halt irgendein random Adventskalender. So, der hier, der ist tatsächlich auch, denke ich, passt auch besser zu meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob man es schon sieht, ich habe hier schon ein bisschen Folie weggemacht. Hab mir überlegt, wir machen den gemeinsam auf. Also hier Gewinn für jeden Kalender, 2 Heimspieltickets, Kategorie 1, original unterschriebene Trikots, original unterschriebene Bälle oder ein Einkaufsgutschein im Wert von 5 €. Zusätzlich enthält jeder Kalender 16 Autogrammkarten plus ein Poster. Sind wahrscheinlich hinten drin. Ich glaube, hier in den Türchen ist wahrscheinlich nur Schokolade. Zumindest war es beim letzten Bayern Adventskalender so. Wir können den noch ein bisschen hier betrachten. So, hier natürlich die Meisterschale. Sané und ich glaube das ist Goretzka, halten die in die Luft. Dann sieht man noch Nagelsmann, natürlich Lewandowski mit der 41er Torte, 41er Bundesliga Torte, dann noch das Maskottchen Bernie heißt er glaube ich. Dann natürlich Thomas Müller ganz vorne mit dabei, Manuel Neuer, Choupo-Moting und das da ist glaube ich Pavard, oder? Weiß es nicht. Nee, das ist glaube ich ein Basketballer. Ah ja, da ein Basketball-Trikot an. Wird jetzt wenig Sinn ergeben, wenn es Pavard ist. Da ist doch hier eine von den Frauen. Also ganz unten. Wer das ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich schaue nicht so viel Frauenfußball. Da natürlich Gnabry mit seinem Move. Und Moment mal. Das hier ist, glaube ich, Goretzka, oder? Wer stand das? Und da ist Papa. Ah, okay. Ja, Leute. Genau, Kimmich ist da auch noch. Natürlich Musiala. Könnt ihr ja selber nochmal angucken. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt gesehen hat. Ich glaube, ich mache mal kurz einen Cut.
Ah ja, natürlich. Sind hier noch viele andere Spieler drauf, aber ich glaube, wenn ich die jetzt alle aufzählen will, dann würden wir noch bis morgen hier sitzen. Dann könnten wir gleich zwei Türchen aufmachen. Ja, Leute, dann denke ich mal, ziehen wir die Folie weg. Brezelman kämpft gegen Folie. Können wir mal ein gutes Meme draus machen? Also, ich hatte 2019 war es, glaube ich. Oder 18. Ne, 2016 hatte ich einen Bayern Adventskalender. Und 2018 auch. Ah, jetzt sieht man auch viel mehr, weil die Folie jetzt nicht mehr im Weg ist. Ich glaube, das Bild auch schärfer. Genau. Oder letztes Mal war es so, dass das Poster und die Autogrammkarten hinten drinne waren. Warte mal, vielleicht ist dies ja auch so. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Ah, Mann. Oder sind die in den Türchen? Ah, hier sieht man schon was. Das ist wohl hier das Poster. Ich weiß nicht, sollen wir das an Heiligabend rausmachen? Ich glaube, wir warten bis Heiligabend. Dann wird's Heiligabend-Video, das soll ja auch interessant sein, also. Gut. Dann nach fast 7 Minuten Labern machen wir mal das erste Türchen auf. Oh, die 24 ist sogar hier bei der Meisterschale. Sogar ein Doppeltürchen sehe ich. Ich weiß, erkennt man hier nicht so gut. Alter, boah, meine Augen. Ah, hier ist die 1 bei Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, würde ich sagen. Oh Gott, das ist schwierig mit einem Finger. Ui, wir haben eine. Na, wer ist denn das? Nicht Serge Gnabry. Das ist. Wie wir sagen, wer das ist? Bin ich gerade lost? Ist die Nummer 3 von Bayern. Wer hat denn die Nummer 3? Ich google mal kurz. Ja, als Bayern-Fan, Alter. Ich hab's nicht so mit Spielernamen, Leute. Ah, es ist Omar Richards. Dachte ich mir schon. Es ist Richards. Okay. Guck mal, wie die Schokolade schmeckt. Ist die gleiche wie von 2016, zumindest vom Aussehen her. Also 2016 hatte ich einen Bayern Adventskalender, aber ich glaube 2017 oder 18 auch. Aber ich hatte seit Jahren keinen mehr. Und guck mal, wie schmeckt. Es schmeckt jetzt nicht besonders. Also, was heißt besonders einzigartig oder so? Schmeckt halt wie jede andere Schokolade eigentlich. Weiß nicht, ob ich das wegschmeißen soll. So, klar, das schmeiße ich auf jeden Fall weg, aber. Ich glaube, das lassen wir mal. Also heute haben wir die Nummer 3 Omar Richards gezogen. Nun einfach zusammenknüllen und ins Türchen rein.
So. Wenn ich mir merken kann, wen wir hatten, würde ich sagen, Leute, was mit dem Video? Die nächsten 23, 22 Adventskalender-Folgen werden, denke ich, nicht so lang. Die an Heiligabend wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Oh, und ansonsten die kommenden, die werden, denke ich, vielleicht so 5, 6 Minuten lang maximal. Hatten wir auch schon letztes Jahr. Also letztes Jahr war die erste, glaube ich, die längste. Und die letzte war die zweitlängste. Jetzt könnt ihr euch wieder freuen. Täglicher Content. Yeah. Ciao. Und noch einen schönen 1. Dezember.